Hey Leute, ich freue mich gerne über ein Abo, Like oder Kommentar. Abonniert einmal meinen Kanal, dann seht ihr immer die aktuellsten Videos. Wie wir bei den letzten Worten vorhin hatten, weißt du? Und zwar Weinrot. Ja. Sah ein bisschen nach Kirsche aus, finde ich. Ein bisschen leuchten, aber Weinrot ist ja meist so ein bisschen. Und dadurch, dass die ganze Zeit die Sonne drauf geknallt hatte, waren sie irgendwann mal in der Mitte nicht mehr Weinrot, sondern so hellrot. Die anderen haben wir ausrangiert, weil die Katzen sich daran bedient haben und überall ein bisschen zerfledert irgendwo aussahen. Ich glaube, heute hast du Schokolade gekauft. Und die ersten haben wir ausrangiert, weil, ja, das war dritte Etage Altbau, gefühlt fünfte Etage Neubau. Und da hat wirklich von morgens bis abends die Sonne raufgeknallt. Jetzt, wenn man da wohnen würde, würde nicht mehr von morgens bis abends die Sonne draufknallen, aus dem ganz anderen Grund. Die haben da gegenüber ein Haus gebaut, dass da selbst die letzte Etage oben, ja, der reine Schatten ist. Naja, da knallte eigentlich nie die Sonne, wenn wir hatten eine Eckwohnung. Wir hatten keine Eckwohnung. In der letzten oder vorletzten? In der Lückstraße doch nicht. Das ist ja schon ewig her. Ja, ich weiß nicht, da waren aber die roten Vorhänge dran. Kommst du denn jetzt so zu Wort? Und die andere Wohnung, die war eigentlich nie so richtig warm. Weil da war relativ weit unten. Und dann waren davor Bäume, war eigentlich relativ lichtgeschützt. Lichtgeschützt bis zu dem Moment, bis die drüben auch ein neues Haus gebaut haben und die mit ihren Atomstrahler uns ins Schlafzimmer geleuchtet haben. Oh ja, das Haus war noch nicht mal schlimm. Aber diese extrem hellen Lampen, die keine Menschenseele Das war brauchen. wirklich super, super anstrengend. Dann die letzte Wohnung, wo wir waren. Ja, da waren dann noch schlimmer, so richtige Die Baustrahler. Baustrahler waren nicht direkt vorm Fenster, Aber das hat gereicht. aber Wir brauchten die dafür nicht Gegend hellere Wände. allgemein war es sehr hell abends. Na, die Strahler waren fast auf Fensterhöhe. Also wenn du das nicht mehr willst, geh da ruhig nochmal gucken. Die waren nicht 7 Etagen hoch. Die waren oben auf dem Kauflandtor. Ja, aber nicht 7 Etagen hoch. Kaufland hat keine 7 Etagen. Die waren fast auf Fensterhöhe. Diskutier nicht, mich hat das die ganze Nacht genervt. Die haben relativ weit hoch geleuchtet, ja. Aber die waren nicht auf Fensterhöhe. Ich sagte Ich fast. kenne keinen Kaufland, das so hoch ist wie ein Hochhaus. Ja, dich hat das ja auch nie gestört. Na, mich stört das aber doch nicht. Ich war diejenige, die total nervte. Bist du einfach zu unsensibel. Ich bin nicht pingeliger als der Papst. Du bist ein unsensibler Klotz, das ist was anderes. Das weiß ich, dass ich unsensibel bin, aber ja. So, jetzt brauche ich das andere Auto. Mega unsensibel. Frag mich sehr, wie du deinen sozialen Job kriegst. Die kenne ich einfach nicht, die Blinke. Das muss die Lösung sein. Gut, dass die nicht die Ehefrau mit Ich bin in meinem einladen. sozialen Job sehr konsequent. Das Soziale liegt bei mir in der Sache, Der Unsoziale. die Welt offen zu zeigen, aber auch zu Oh sagen, bis hier und nicht nein. weiter. Shit. Bist du etwa tot umgefallen? Ja, es ging genau bis dahin und nicht weiter. Die Katze hat Mitleid mit mir, die vor mir liegt und gekuschelt werden will. Oh. Kalle, weißt du, ob wir noch irgendwas Schokoladiges haben? Nein, Kalle braucht keine Schokolade. Oh, und die nimmt nur 10%. Oh Gott. Eine Art Rechnung über 5000. Wie kannst du nur umkippen? Dumme Trulla, also wirklich. Oh.
Oh, dieser Arzt. Entweder muss ich den heiraten oder, oder umbringen. Wie muss ich meine Arztrechnung melden? Das kann ja echt nicht wahr sein. Cool, ist alles erledigt hier. Dann wollen wir jetzt noch was anderes machen. Genau. Gut. Das mache ich mal hier hin. Und das auch dahin. Dann brauche ich noch den Wasserdruck. Ach, jetzt habe ich ein Speicherhierchen abgerissen. Ach, Mist. Okay. Sei nicht so niedlich und flauschig, aber mit dem Fell. Mit dem Fell. Mit der Haut unserer Tochter kannst du natürlich nicht mit. Ah. Gut, wie mache ich das jetzt da? Keine Ahnung. Okay, jetzt muss ich aber mal überlegen. Und einmal hier, das wird mich auch wieder einiges an Material kosten, aber gut, muss man durch. Metall. Also Zement habe ich mehr als genug da. Metall muss ich wahrscheinlich nochmal kaufen. Ja, Metall muss ich kaufen, weil das werde ich nicht genug da haben. Ja, muss ich dann nochmal los? Ist wem aufgefallen, dass du mich aus dem Europin lässt? Ich glaube, du verdienst zu wenig. Ach, ja. Nee. Eigentlich nicht. Im Ernst? So, ich brauche Metall, so viel wie es geht. Ich brauche was Hartes. So, bis das Vieh mal hier vorkommt, hat er auch mal irgendwann geladen. Gut, das ist soweit weg. Ich ziele zwar direkt drauf, aber das Ding reagiert ab einer gewissen Weite nicht mehr. So. Oh, so, bremst mal schön hier. Und 19, jetzt wird schon wieder dunkel. Ich hole jetzt unbedingt Metall und danach das Auto. Er parkt immer von alleine ein, das ist immer ganz gut. So, 50 Metall. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Wer weiß, wofür wir noch Metall brauchen? Wer weiß, wer weiß.
Ich habe halt in einen nur Futterkrüge nachgefüllt. Ich muss da hinten noch das andere nachfüllen.